Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten virtuellen Weinprobe. Stimmt nicht ganz, das ist die zweite. Ich habe es ein bisschen verplant, den Live-Mitschnitt zu speichern, deswegen muss ich alles nochmal erzählen, was aber gar nicht so schlimm ist, weil es gibt ja was zu trinken. Zu mir, ich bin der Thomas Schenk. Unser Weingut heißt Weingut Schenk, weil es ist ein echter Familienbetrieb. Wir bewirtschaften so 7 Hektar Reben. Das ist in den Dimensionen von Ackerbaubetrieben, von normalen Landwirten winzig halt. Das machen die an einem Vormittag. Aber wir müssen ganz, ganz viel Handarbeit einsetzen. Und das will ich euch heute auch ein bisschen zeigen und auch bei den nächsten Touren, die wir in den Weinbergen machen, um was es da geht. Wir haben ja auch meine Hände auf den Etiketten, das sind tatsächlich meine, weil es um Bodenständigkeit geht, um Individualität und weil wir das einfach lieben, diese Einzigartigkeit. Wir starten an unserem jüngsten Weinberg, an dem neuesten jedenfalls, den wir erst ganz kurz im Betrieb haben. Ihr seht es hinter mir, da sind auch die Reben noch ganz klein. Wir haben einen Domina-Weinberg angeboten bekommen. In Trandasacker ist es nicht so leicht. Hier gibt es ganz viele, die gern gute Weinberge in Trandasacker kaufen oder pachten wollen. Und deswegen muss man flott sein. Wir haben zugeschlagen. Domina, die Rebsorte, hat uns jetzt nicht so in Kram gepasst. Wir haben die zwar schon, aber wir können nicht so einen ganz großen Weinberg davon nochmal brauchen und haben uns entschlossen, den neu anzulegen bzw. umzuveredeln. Einen Teil haben wir, wie man hier sieht, junge Reben gepflanzt und bei einem Teil haben wir auf die bestehende Anlage, auf diese Domina-Reben, den Sauvignon Blanc aufgepfropft. Kann ich euch auch gleich zeigen. Sowas passiert übrigens, wenn das Handy klingelt und man mit dem Traktor unterwegs ist, ganz normal, wieder eine Viertelstunde Arbeit. Ja, die Zeilen sind sehr eng, die sind 2 Meter breit, der Traktor passt da gerade so durch und dadurch, dass wir auch kein Herbizid verwenden, das heißt, wir vergiften unser Beikraut nicht einfach, sondern wir machen das mechanisch und da muss man ganz nah an die Stöcke ranfahren, damit das auch funktioniert, damit die kaputt gehen. Genau. Das Unkraut, nicht die Stöcke, die auch manchmal, genau. Das ist auch gleichzeitig unser flachster Weinberg. Also das heißt ja Weinberg und nicht Weinacker. Das ist einer unserer Ethos-Sprüche. Schön ist, dass wir eine Mischung haben. Also wir haben ganz, ganz viele Steillagen, über 30-35% Steigung. Und hier haben wir mal einen Weinberg, der ein bisschen flacher ist. Noch eine Besonderheit ist hier, dass wir hier einen ganz weichen Lössboden haben. Und zwar wurde der über den Hügelkamm, über die Kuppe angeweht. Natürlich schon vor etlichen Jahren. Den haben nicht wir hier hergefahren. Das ist aber eine Besonderheit. Dieser Lössboden hält Wasser relativ gut, was uns jetzt in diesen Trockenjahren natürlich ein Stück weit entgegenkommt. Und dadurch, dass er nicht so steil ist und so windexponiert ist, haben wir da einfach weniger Trockenprobleme. Deswegen haben wir uns so gefreut, dass wir diesen Weinberg haben bekommen dürfen. Genau. Hier sieht man das. Hier sind auf diesen alten Stamm, der ist schon 30 Jahre alt knapp, auf den wurde hier eine neue Sorte aufgepfropft. Man hat den Stamm eingeschnitten, hat ein Auge von der neuen Sorte reingestopft und die Leitungsbahnen wie miteinander verschweißt. Deswegen ist auch dieses Plastikband drum, dass es nicht austrocknet, dass es fest zusammenhält. Und genau, und dann ist es gewachsen. Und seitdem haben wir hier eine neue Sorte. An manchen Stöcken haben wir jetzt aktuell tatsächlich noch ein paar rote und ein paar weiße Trauben jedes Jahr. Das ist ein Sonderfall, bis die Umstellung komplett abgeschlossen ist. Genau. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen umgucken. Ich habe hier nämlich was versteckt. Upsala. Einmal durch. Tada! Nicht, dass ihr jetzt glaubt, das ist immer so und ihr
jetzt an den Wochenenden unsere Weinberge umgrabt. Wobei, hätten wir auch gar nichts dagegen. Wir starten mit dem ersten Wein. Und zwar ist das ein, es ist gar kein richtiger Wein, es ist ein Petillon Naturel, Petnat. Und das ist auch eines unserer jüngsten Produkte, machen wir seit 2018. Und der ist auch noch von 2018, den haben wir in zweierlei Etiketten. Einmal sieht er so aus, das andere Etikett ist ganz normal mit der Hand drauf. Heißt, das mit dem Etikett ist eigentlich vom Wohlsein oder fürs Wohlsein in Würzburg. Das ist so eine Weinbar und in Erlangen. Und die haben uns einen Teil von dem abgenommen und haben da ihr eigenes Etikett drauf gemacht. Beziehungsweise wir haben denen ihr eigenes Etikett. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. In manchen Paketen war jetzt unser Etikett, in manchen war das vom Wohlsein. Vollkommen egal, der Inhalt ist derselbe. Na. Das ist gleichzeitig ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil ihr seht, der Wein oder der Perlwein, der ist nicht besonders klar. Also er ist ein bisschen trüb. Hängt damit zusammen, der ist nicht filtriert und ist in der Flasche zu Ende gegoren. Das macht man auch teilweise beim Bier so, dass man den letzte bisschen von der Gärung in der Flasche gären lässt und dadurch wird der Wein sprudelig, also die Kohlensäure, die er hat, ist aus der Gärung und deswegen auch Petillon Naturel, das heißt auf natürliche Weise sprudelnd. Man könnte auf Deutsch sagen Natursekt, uncool. Das ist es nämlich nicht, man soll sich nicht davor ekeln. Das ist eine schöne Sache, wir müssen weder schwefeln noch filtrieren noch irgendeine Technik einsetzen und können das auch noch selber machen. Also da sind 100,0% Trauben drin. Wir haben die gepresst, lassen die in einem Tank angären bis zu einem bestimmten Zuckergehalt. Den können wir messen. Wir haben da so ein kleines Labor und wenn der Zuckergehalt passt, dann füllen wir den auf die Flasche. Und zwar, wir füllen den genau bei dem Zuckergehalt, logischerweise, wo ein ganz bestimmter Kohlensäuredruck entsteht. Das hat man mal ausprobiert, wie das funktioniert. Und mittlerweile weiß man, aus so und so viel Zucker wird so und so viel CO2-Druck. Genau, das haben wir gemacht. Deswegen ist er so leicht sprudelig. Wir haben keine Lust, Sektsteuer zu bezahlen. Ab 3 Bar Druck auf der Flasche muss man seit Kaiser Wilhelm pro Flasche Sekt 1,02 € bezahlen. Und dann muss man mit dem Zoll drum machen und alles. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass der genau drunter liegt oder knapp drunter liegt. Wie gesagt, es geht nicht nur um das Produkt selber jetzt in dem Fall, sondern es geht natürlich auch um die Machart. Das ist für uns super spannend, so die Lehrmeinung. Du musst dieses Mittelchen reintun und jenes und filtrieren und am besten noch erhitzen und Zeug. Das ist alles gar nicht unbedingt notwendig. Klar, das Aroma ist ein bisschen verändert. Es ist ein bisschen breiter, ein bisschen brotig. Beim Sekt will man das eigentlich. Und hier ist es aber noch vermischt mit dieser Fruchtigkeit. Es ist nämlich Müller-Thurgau, also die Rebsorte ist Müller-Thurgau. Ganz schonend gepresst, ganz kühl vergoren und dann eben auf der Flasche entvergoren. Und ein bisschen Restzucker ist übrig geblieben. Das ist für Petnats ganz, ganz außergewöhnlich, weil man das ja nicht steuern kann. In einem Tank kann man sagen, okay, jetzt ist er trocken genug und ich breche die Gärung über die Kühlung ab. Das funktioniert bei einem Petnat nicht. Unheimlich schöne grüne Aromen, sowas Limette-mäßiges, ein bisschen Brennnessel, fast so ein bisschen wie so ein Sauvignon Blanc. Also ist jetzt Zufall, dass wir hier in dem Weinberg stehen. Die Rebsorte nach wie vor ist Müller-Thurgau. Wie gesagt, Jahrgang 2018. Wir hatten sehr, sehr viel Sonne und sehr wenig Regen. Das bedeutet, dass die Trauben unheimlich reif werden. Früher haben wir uns darüber immer extrem gefreut, weil das heißt, dass man halt sehr starke, körperreiche Weine machen kann
Und das war, sag mal, in den 90ern und den frühen 2000er Jahren noch die Ausnahme. Mittlerweile mit dem Klimawandel, das ist jetzt unheimlich schnell gegangen, machen wir uns Gedanken, wie wir Weine machen können, die gut schmecken, aber weniger Alkohol haben. Und genau, es geht viel um den Lesezeitpunkt und um ein Bewusstsein, dass man sich entscheiden muss. Früher haben wir einfach so spät wie möglich geerntet. Kurz bevor die Trauben vergammelt sind, haben wir sie runtergeschnitten und verarbeitet. Und heute machen wir uns da Gedanken. Der ist schon jahrgangstypisch. Er hat nämlich relativ wenig Säure, sehr, sehr weich. Also für so einen leichten, sprudeligen Perlwein. Hat aber auch nicht übermäßig viel Alkohol. Das ist auch das Schöne beim Petnat. Ein normaler Sekt wird ja gemacht, indem man einen trockenen Grundwein hat, nennt man das Grundwein, also ein einfacher trockener Wein. Und da kommt nochmal Zucker dazu, ganz normaler Rübenzucker oder Rohrzucker oder was auch immer und Hefe. Und dann wird er in Flaschen gefüllt und gärt auf der Flasche, muss dann da 9 Monate liegen. Wie gesagt, dann kommt das mit dem Zoll und mit dem ganzen Kram und dann muss der mit so einer Agraffe und also das ist dieses Drahtkörbchen, das ihr von den Sektflaschen kennt und so einem typischen Sektkorken verschlossen werden. Das haben wir hier alles nicht. Plus, wir müssen keinen Zucker dazugeben und haben dadurch auch keine Alkoholerhöhung. Das heißt, wir können so was ganz Leichtes, Poppiges, Quietschiges machen. Ganz wenig Technik, das kann eigentlich jeder zu Hause, wenn er weiß, wie es geht. Ja, und es ist eine schöne Sache. Also mir gefällt es extrem gut. Wir laufen jetzt hier zu unserem nächsten Weinberg. Wir sind in einem Seitental, wenn ihr das mal googeln wollt. Unten im Tal läuft die Straße von zwischen Gabrunn und Randersacker, also so ein Seitental vom Main. Hier haben wir relativ viele Weinberge. Hier ist es nicht flurbereinigt, das heißt, die Flächen wurden nicht in große Stücke organisiert und mit richtigen Wegen erschlossen. Deswegen ist hier alles so Schotter, dann ist hier mal eine Wiese dazwischen, da kommt wieder ein Weinbergchen. Und wir haben ja um die 20 Weinbaubetriebe hier im Dorf in Randersacker, plus noch ganz viele von außerhalb, die hier Weinberge anbauen. Das Juliusspital aus Würzburg zum Beispiel, ein großer Betrieb, haben hier sehr viel Fläche. Und deswegen sind die Flächen extrem zerstückelt. Das ist so der krasse Gegenentwurf zu dieser industriellen Landwirtschaft mit riesigen, riesigen Schlägen, wo hunderte Hektar am Stück eine Frucht angebaut wird. Das ist hier gar nicht. Also hier ist ein Kollege aus Gabrunn, Huttner heißen die. Der hat jetzt hier, ich müsste zählen, sind vielleicht 20 Zeilen. 1500 Quadratmeter, schätze ich jetzt einfach mal. Das ist ein Weinberg und dann kommt wieder was anderes. Und jeder Winzer mäht zu einem anderen Zeitpunkt, der macht eine Bodenbearbeitung zu einem anderen Zeitpunkt. Und dadurch hat man eine unheimlich hohe Abwechslung. Also hier wachsen jetzt Storchenschnabel, Weißklee, Knoblauchsrauke, also verschiedene Pflanzen. Manche von denen kann man sogar essen. Und bei uns wächst vielleicht wieder was ganz anderes. Was jetzt gemacht wurde, wir warten auf die letzten Frosttage im Mai. Da gibt es die sogenannten Eisheiligen. Und zu denen kann es immer noch mal kalt werden. Und was das für uns bedeutet, ist, dass diese jungen Rebtriebe, die jetzt so schön hellgrün leuchten, die können da einen Frostschaden bekommen. Das heißt, die sterben einfach ab, es gibt keine Trauben. Und das tut uns natürlich weh. Deswegen haben wir unsere Weinberge jetzt, soweit es geht, auf Vordermann gebracht und haben überall das Gras gemäht, weil es ist immer am Boden am kältesten oder je weiter unten, desto kälter. Und wenn wir jetzt ein bisschen was von der Höhe, von dieser Begrünung, wenn wir es wegnehmen, dann ist vielleicht die Grenztemperatur gerade so ein bisschen weiter unten und es gehen vielleicht statt 30% Augen, die erfrieren, nur 15% Augen kaputt. Genau, damit hat es zu tun. Lieber hätten wir unsere Begrünungen noch ein bisschen stehen lassen, aber ja, der Traubenertrag ist für uns schon wichtig, damit wir es überhaupt machen können. Wir sind jetzt hier schon am nächsten Weinberg. Der sieht hier oben auch flach aus, aber wenn wir weiter runter gehen, wird der richtig steil. Ist auch ein richtig schönes Stück.
ist ein reiner Südhang. Einer meiner Lieblingsweinberge, weil hier hinten haben wir eine Weinbergshütte und da haben wir als Kinder schon immer gern gespielt. Oft waren wir hier draußen zum Grillen oder irgendwas. Da war immer Zeit. Hier ist es unheimlich ruhig. Im Maintal hat man ja immer den Krach von der Autobahn und von der Eisenbahn und von den Schiffen. Und hier ist einfach echt himmlische Ruhe, wenn nicht gerade der Winzer Live-Tasting aufnimmt. Später haben wir natürlich auch hier die ein oder andere Party gefeiert als Teenager. Also good vibes, würde ich sagen. Ihr seht, extrem ordentlich, alles so niedrig wie möglich abgemäht und abgemulcht. Das muss jetzt wirklich leider sein. Genau. Hier haben wir auch eine andere Rebsorte, und zwar frankentypisch Silvaner. Wir Winzer können die Rebsorten auch an den Blättern und an dem erkennen. Beim Silvaner ist besonders leicht. Das ist eigentlich der einzige, der so richtig quietschgrün, gelblichgrün im Frühjahr leuchtet. Ist ganz einzigartig. Gerade abends so in der Abendsonne ist es herrlich. Wir Franken haben ja ganz, ganz viel Silvaner, mehr als alles andere. Hängt damit zusammen, dass der unheimlich gut zu unseren Böden passt und vielleicht auch zu unserer fränkischen Art. Silvaner hat ein bisschen weniger Säure als Riesling beispielsweise, der ja so ultimativ für den deutschen Wein steht, hat aber auch ein bisschen weniger Frucht. Das heißt, er ist ein bisschen karger, er ist ein bisschen würziger, eher auf der herzhaften Seite. Also nicht so poppig fruchtig, sondern herzhaft. Herzhaft trifft es, finde ich, immer gut. Das ist für mich ein schönes Wort. Genau. Hier war ich heute Nachmittag und habe eben noch den Boden bearbeitet, damit das wirklich alles gepflegt ist. Wir müssen das irgendwann mal machen, wie gesagt. Genau. Wir verwenden übrigens auch keine Mineraldünger, also diese Körnchen, die ihr vielleicht kennt, die sind nicht so gut fürs Grundwasser, weil man da einfach, das kommt wie so ein großer Schub dann, der Stickstoff vor allem, und wäscht sich ins Grundwasser aus. Wir machen das nicht, wir arbeiten entweder mit Begrünungen oder mit Komposten und vor allem, wir ernten nicht so viel. Also wir kloppen nicht Dünger raus, damit wir hier noch ein paar Kilo Trauben mehr ernten, sondern wir wollen eh gute Weine machen und da ist weniger einfach mehr. So, ich habe wieder was gebunkert. Jetzt habe ich den Falschen erwischt. No. Ich bin heute ganz allein, deswegen ist es ein bisschen anstrengender. Jawohl. Wir trinken jetzt genau den Wein, der hier wächst. Also hier haben wir 3500 Quadratmeter. Das gibt auch ungefähr 3500 Flaschen Wein in einem normalen Jahr. Na, er sieht so aus. Jetzt ist es spiegelverkehrt natürlich. Silvaner Gutswein. Die Linie heißt bei uns Handlich. Und wir spielen einfach mit diesem Wort. Also diese ganze Handlichlinie sind alles Weine, die ein bisschen leichter sind, entweder vom Alkohol her oder auch von der Aromatik, einfach ein bisschen zugänglicher. Wir haben dann noch eine Handwerklinie, das sind so die Traditionalisten, die ganz typisch sind für die Region, aber ja, vielleicht dem einen oder anderen zu trocken und zu herb. Genau. Der hier ist auch richtig trocken, aber wir haben den einfach ein bisschen schonender verarbeitet und mit weniger Oxidation und weniger Hefelagerung. Und dadurch ist der für einen Silvaner verhältnismäßig fruchtig. Genau. Ich finde, der Wein hat so eine unheimliche Tiefe in der Nase, so Kernobst, also so Quitte, gerne auch ein bisschen was Exotisches. Das finde ich einfach spannend, dass was nicht so knallig laut einfach in eine Richtung ist. Saftig im Mund, auch dann so richtig schön grüner Apfel, ganz, ganz typisch Silvaner. Der Wein hat unter 2 Gramm Restzucker. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel er genau hat.
wir machen den Wein nicht nach Zahlen, sondern wie er uns schmeckt. Und der ist einfach mit Hefe vergoren, mit einer relativ starken Hefe, also eine, die wir auch extra gezüchtet haben, um Weine zu machen mit ganz wenig Restzucker. Das ist nämlich auch typisch fränkisch, dass wir sagen, wir machen nicht nur trockene Weine, sondern wir machen fränkisch trockene Weine. Die haben dann nicht nach dem Weingesetz 9 Gramm pro Liter Zucker, sondern maximal 4. Also wir sind da ein bisschen strenger. So eine fränkische Geschichte, die hat sicherlich auch mit dem Silvaner zu tun, weil der einfach weniger Säure hat. Man schmeckt die Säure zwar, aber das liegt daran, dass er einfach keinen Zucker hat. So Säure und Zucker maskieren sich gegenseitig. Das heißt, ein süßer Wein braucht auch ganz viel Säure, damit er lebendig ist und nicht einfach pappig süß schmeckt. Genau, die Leute schauen ein bisschen. Hier sind immer viele Fußgänger unterwegs. Und es verwundert, wenn einer mit sich selbst redet, würde ich auch lachen. Ich finde auch so ein bisschen was mit Blüten, fliedermäßig. Ja, und so ein Zug, also das ist so ein Wein, der ist nicht vordergründig irgendwie jetzt besonders ansprechend oder bietet sich an, sondern er ist einfach vielschichtig, hat Tiefgang und komplex. Und das für einen Gutswein. Also ja, ich bin zufrieden mit unseren Weinen übrigens. 2019 Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ja, alles andere wäre gelogen. Weil wir hier natürlich durch diese Abwechslung ganz, ganz einen tollen Lebensraum haben für wilde Tiere. Das sind natürlich keine Löwen und Elefanten. Müssen wir unsere Weinberge ein bisschen einzäunen zu bestimmten Zeiten. Jetzt, wenn die Triebe so kurz sind, kommen gern die Rehe. Das ist nämlich genau auf deren Maulhöhe. Und dann beißen die uns diese kleinen Triebchen ab. Trauben fressen sie nicht. Das haben sie noch nicht rausgefunden, dass das eigentlich noch viel besser schmecken würde. Aber diese kleinen Triebchen, deswegen ist hier ringsrum alles eingezäunt. Der Kollege nebenan macht es mit einem Elektrozaun. Haben wir auch teilweise. Genau. Und so hält man sich einfach die Rehe, vor allem sind es die zu uns kommen, ein bisschen vom Hals. Das Schöne ist hier, dass unten runter so Fasane haben wir hier ganz viele. Rebhühner, die übrigens sehr, sehr selten sind, haben wir auch hier viel. Und die können unten runter durchschlupfen, können sich hier frei bewegen. Und ja, und die Rehe, die wir eben nicht wollen, die sind ausgesperrt. Wir lassen die auch nur so lange stehen wie notwendig, dass danach, nach der Vegetationsperiode, der Wildwechsel auch wieder stattfinden kann. Das wollen wir schon, dass wir so wenig wie möglich negativen Einfluss haben. Genau. Hier der Kollege eine andere Sorte. Wenn ihr das mal seht, das seht ihr schon auf die Entfernung. Hier hinten, das leuchtet so richtig frisch grün. Und hier, die sind relativ dunkelgrün. Die Sorte heißt Dornfelder, ist ein Rotwein. Der hat jetzt nicht dunklere Blätter, weil er auch blaue Trauben hat. Das ist einfach so genetisch angelegt. Der hat mehr Chlorophyll oder irgendwas und dadurch sind die dunkler. Also es gibt auch Weißweinsorten, die ganz dunkle Blätter haben. Eine Scheurebe zum Beispiel, sehr, sehr dunkel. Und Bacchus auch. Genau, nur der Silvaner ist einfach, ich finde es herrlich. Ich finde es herrlich, das ist so, das Frühjahr, es blüht alles auf. Eine klasse Sache. Wenn ihr das andere Tasting auch noch macht, dieses Handwerkstasting, dann ist es clever. Ihr lasst heute mal ein bisschen was in der Flasche drin. Die wird auch nicht gleich schlecht. Und probiert das andere Paket, den anderen Silvaner, mal nebendran. Dann kann man mal denselben Jahrgang, selbe Sorte, selber Winzer miteinander vergleichen und sieht, was nur die Lage ausmacht. Also hier eben Gutswein, hier ernten wir ein bisschen mehr, immer noch wenig, also für vernünftige Qualität. Aber wir haben noch Weinberge, die wir eben nächstes Mal vorstellen, die wesentlich steiler sind und wo wir noch eine ganz andere Konzentration hinbekommen. Gar nicht mal nur, dass der Alkohol mehr ist oder so, aber einfach die
die Komplexität ist noch viel mehr. Es ist spannend, vor allem nebeneinander. Normalerweise trinkt man immer nur den Wein oder den Wein oder den und man hat nicht den direkten Vergleich. Manchmal, wenn man beim Wein vorwärts kommen will, ist es sinnvoll, dass man mehrere Flaschen aufmacht und sich das wirklich mal reintut und probiert. Genau. Ist hier auch ein schöner Nussbaum, den müssen wir auch einzäunen, weil Nüsse sind beliebt. Das ist eine schöne Sache, da machen wir schwarze Nüsse draus, die stellen wir jetzt auch im kommenden Video vor. Das ist eine Delikatesse, hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das schmeckt irgendwann mal. Genau. So, wie mache ich das jetzt? Ich nehme euch jetzt mit auf den nächsten Spaziergang und unterwegs trinken wir, ich hoffe, es geht euch nicht zu schnell, wobei, jetzt ist es ja online, ihr könnt es einfach anhalten. Oh, jetzt habe ich mir denselben nochmal eingegossen. Ungünstig. Oh, es ist das Silvaner-Gen. Also ihr seht, nicht geskriptet, auch heute ist im Prinzip live. Das Einzige, was nicht ist, sind keine Fragen, die muss ich mir selber stellen. Jetzt habe ich einen Wein für euch am Start, den wir so seit 2011 machen. Heißt Bodenschatz, nicht Bodensatz. Den Gag haben wir schon ein paar Mal gehört. Bodenschatz, ich muss ein bisschen ausholen, hat folgende Bewandtnis. Wir haben 2011 ein ganz, ganz krasses Frostjahr gehabt, haben fast nichts geerntet, hatten lauter kleine Fässer oder halt von Weinbergen ganz, ganz wenige Mengen, teilweise nur 10% vom Normalertrag. Und wenn man kleine Weinberge hat, dann irgendwann ist es so wenig, dann lohnt es sich gar nicht, da einen Wein draus zu machen. Und dann haben wir mal versucht, ob man nicht vielleicht was miteinander verschneiden kann, ob das nicht cool ist. Und wir hatten damals eine Sorte, die hieß Faberrebe, die haben wir mittlerweile nicht mehr. Und eine Scheurebe und Silvaner und ein bisschen Riesling, da war überall nicht viel zu holen. Und wir haben gesagt, Mensch, mal gucken, vielleicht passen die zusammen, dass wir da einen Wein draus machen. Gesagt, getan, wir haben das ausprobiert und es hat super funktioniert. Wir haben von der Scheurebe so ein bisschen, die ist übrigens heute noch drin, von der Scheurebe so ein bisschen minzig, würzig, nervig auch, so ein bisschen grün, kitzelnde Aromatik. Und eben heute ist noch Müller-Thurgau drin, von dem Müller-Thurgau. Einfach dieses wonnige, weiche, saftige, das Rückgrat. Und das ist eigentlich interessant. Wir haben dann hinterher herausgefunden, oh, die ganzen Weine, die wir, von denen wir da so wenig geerntet hatten, sind alles eigentlich alte Weinberge, über 30 Jahre. Dann haben die ganz tiefe Wurzeln und kommen eben besser durch die Trockenheit. Das ist jetzt, was hier jetzt eine Rolle spielt. Und die Weine haben weniger Alkohol, sind aber unheimlich geschmackig. Also die sind so auf eine ganz subtile Weise konzentriert. Und das ist seitdem eigentlich immer das Thema. Das heißt, ganz tiefe Wurzeln und und witzige, poppige Aromatik, aber nicht einfach so ein leichtes Sommerweinchen, das man einfach so wegschlappert und das so halbtrocken oder süß ist oder irgendwas, sondern schon mit einem gewissen Anspruch. Der ist ein bisschen trockener als vergangenes Jahr, ein bisschen frischer, peppiger. Wem das zu kantig ist, der passt geil zum Spargel, weil einfach diese Frische, dann dieses Seifige vom Spargel wieder ein bisschen mitnimmt. Großartig. Und dann wird der Wein auch weicher. Also das kann ich sowieso empfehlen, wenn man irgendwas zu hart ist oder zu trocken. Zum Essen ein Stück Käse reicht schon vollkommen. Dazu gegessen, dann hat man diese Salzigkeit und dieses Fett und dann schmeckt ein trockener Wein einfach ganz, ganz anders. So kann man sich an die Thematik auch ein bisschen rantasten.
Ja, also auch hier diese Limette-Stachelbeere-Geschichte, unheimlich präsent. Weiß jetzt nicht, hier blüht noch alles außenrum. Ich bin natürlich mitten in der Prärie. Ob das jetzt davon ist oder aus dem Weinglas, eigentlich beides schön. Also unheimlich aufregend eigentlich, finde ich. Sehr, sehr nervig. Ja, fällt mir gut. Ist was zum Wachbleiben. Nichts Gemütliches, Gediegenes. Genau. Vielleicht interessiert es euch, wie wird man eigentlich Winzer? Ich bin in eine Winzerfamilie reingeboren, so das ist der übliche Weg. Na klar, kann man auch einfach so, wenn man Lust hat, ein Winzer zu werden. Geht man zu einem Weingut und sagt, hast du eine Ausbildungsstelle für mich oder irgendwas? So geht es auch. Aber ich bin reingeboren, wir machen bei uns in der Familie seit 11 Generationen Wein, allerdings immer eher im Nebenerwerb. Das heißt, mein Großvater, der war früher noch Wagnermeister, also Handwerker. Oh. Hi. Hallo, grüß euch. Ja, und hat sein Geld eigentlich im Handwerk verdient, aber manchmal war da weniger zu tun. Hallo, hey. War da weniger zu tun und wir haben, oder der hat einfach noch ein bisschen eine Nebenbeschäftigung gebraucht, beziehungsweise andersrum, die Landwirtschaft, vor allem der Weinbau, war wegen den klimatischen Bedingungen und so nicht so ertragssicher, das heißt, man konnte davon nicht sicher leben. Und hat deswegen sich noch anderweitig im Handwerk verdient. Mein Vater war der Erste, der eigentlich gesagt hat, oh, dieses Weinbauding, das ist eigentlich meine Leidenschaft. Da habe ich Lust drauf, Wagner gibt es heute keine mehr. Und hat sich dann da professionalisiert, hat Winzermeister gelernt. Und ich bin da dann reingekommen. Genau. Ich selber habe auch Winzerausbildung gemacht, ganz klassisch von der Pike auf richtig malochen. Das ist nämlich ein sehr, sehr harter Job. Vor allem, wenn du dann mit 16 täglich bei jedem Wetter raus musst und so und dich beweisen. Aber das formt einen, glaube ich, auch. Also ja, man wird zäh. Nach der Ausbildung habe ich dann auf der BOS Fachabitur nachgeholt und habe dann in Geisenheim, das ist so eine Fachhochschule, Weinbau studiert. Genauso wie es sich anhört, ist es auch. Also wir waren, ich weiß nicht, 150 Winzer im Semester und ja, drei Jahrgänge waren jeweils da. Also da war wirklich Weinbaupotenzial vor Ort und genauso wichtig wie die Vorlesungen tagsüber waren auch die Verkostungen und Partys abends. Also statt Bier gab es dann natürlich tausende Weine, die dann da diskutiert wurden. Und das war wahrscheinlich lehrreicher als die Lehrveranstaltung, will ich nicht sagen. Nee. Aber hat Spaß gemacht, unheimlich Spaß. Ganz viele Freunde von damals, mit denen haben wir heute noch Kontakt oder habe ich heute noch Kontakt. Was sehr, sehr prägend ist, wie für jeden das Studium wahrscheinlich. Mit ein bisschen Luft wird das so ein bisschen blumiger, ein bisschen offener. Wird jetzt eher in so eine Richtung Exotik, auch ein bisschen Zitrusfrüchte, Nektarine oder so. Ja. Okay. Genug gelaufen. Wir sind am letzten Weinberg für heute angekommen, den ich euch zeigen will. Wir sind jetzt kurz vor der Ortsgrenze von Gerbrunn. Das sage ich euch nur, dann könnt ihr es auf Google Maps. Vielleicht findet ihr den schönen Apfelbaum hinter mir. Wie gesagt, hier ist nichts flurbereinigt. So sieht es einfach aus. Keine Asphaltstraßen, keine Teerwege. Das Wasser kann hier einfach versickern. Die Tiere finden hier einfach in den Saumstreifen Lebensraum, der nicht genutzt wird. Also hier wird einfach nicht gemäht oder einmal im Jahr, aber nur, wenn die Vögel nicht brüten. Genau.
Und deswegen ist es ökologisch unheimlich wertvoll. Hier haben wir auch ein Projekt mit dem LBV, also mit dem Landesbund für Vogelschutz, gemacht und haben ein paar Nistkästen aufgestellt, die will ich euch mal zeigen, für den Wiederhopf. Eingefädelt hat es ein Kumpel von mir, der Christoph Jeschstedt, der hat eine Schorle gemacht, eine Weinschorle, die heißt Lieber Schorli, kann ich euch sehr empfehlen, die ist richtig, richtig gut, richtig frisch, jetzt gerade für den kommenden Sommer. Und genau, da haben wir so Spezialnistkästen aufgestellt und die werden überwacht. Ich weiß jetzt nicht, ob was drin ist. Genau, warum der Wiederhopf? Googelt den mal, das ist ein Vogel, den es hier kaum noch gibt. Aber der, hier in Ranasaka ist er vorhanden, weil einfach dieser Lebensraum hier einzigartig ist. Also hier gibt es die Abwechslung von Hecken, Steinriegeln, also Lesesteinriegeln, einfach Steinhaufen, die aber nicht bewirtschaftet werden, da wird nichts bewegt. Da gibt es dann Eidechsen, hier gibt es Saumstreifen, ne? Hier ist so ein kleiner Hang, den kann man einfach nicht mähen. Irgendwann blühen da einfach Pflanzen, immer wieder was anderes. Und diese Vielfalt ist eigentlich das, was so wünschenswert ist. Herrlich, das Gezirpe hier. Genau. Auch hier fängt oben flach an, wird dann aber richtig steil. Und hier haben wir eine Rebsorte, eben eine Domina, habe ich vorhin schon mal gesagt. Von der haben wir zwei Weinberge. Aus dem hier machen wir vor allem den Rotling. Der wird ja aus roten und weißen gemacht. Und weiter vorne, wo wir eben waren, haben wir noch einen Weinberg. Und da machen wir den Rotwein. Und den probieren wir jetzt auch mal. Ich schau mal, ob ich das hier irgendwie... Unsere Original Weinbergskühlbox. Hoppala. So sieht er aus. Domina steht drauf. Ist auch aus der Handlichtlinie. Unser leichtester Rotwein, den wir machen, hat in der Regel zwischen 12,5 und 13 Volumenprozent Alkohol. Ist ein bisschen poppiger, so brombeerig. Ja, eher Sauerkirsche. Für mich ein richtig schöner Einstiegsrotwein, weil er ist relativ weich. Die Gerbstoffe, also das ist das, was den Rotwein ja eigentlich ausmacht, nicht nur die Farbe. Man würde ja einen Rotwein auch erkennen, wenn man den blind trinken würde. Diese Gerbstoffe, das, was den Mund so pelzig macht und so bitter schmeckt, das ist sehr, sehr weich. Das heißt, wir lassen den Wein in alten Eichenholzfässern ohne Schwefel, ohne alles einfach reifen und lassen den dann eine Weile liegen. Und dadurch werden die Gerbstoffe sehr rund und so samtig. Gefällt mir sehr gut. Er ist auch ziemlich saftig. Ist richtig trocken, also der ist nicht gefällig, weil er süß ist, wie so ein Lambrusco oder so ein billiger, sondern einfach, weil er gut gemacht ist. Das ist klassisch Maische vergoren, das heißt, beim Rotwein ist die Traubenverarbeitung eine ganz andere. Wir pressen nicht irgendwelche Bärchen aus und haben dann Saft und da kommt Hefe dazu und das gärt dann, sondern wir vergären den auf der Maische. Was bedeutet, die kleinen Bärchen werden von den Stielen gezupft und angequetscht und schwimmen dann im eigenen Saft. Das nennt man Maische und da kommt dann die Hefe dazu. Das heißt, der wird mit der Bärenschale vergoren. Und das macht man, weil in der Bärenschale vor allem die Farbstoffe und auch diese Gerbstoffe drin sind. Und die sind, wie gesagt, für den Rotwein so wichtig. Der Alkohol, der während der Gärung entsteht und diese enzymatischen Prozesse, die zersetzen die Bärenschale so langsam. Und ja, dann geht es in den Wein über. Ja.
Ja, wie Kirschsaft. Wahnsinn. Okay. Ja. Dadurch, dass wir aktuell so wenig Weinproben oder keine Weinproben haben, probiere ich unsere Weine natürlich auch nicht ständig. Wenn ich Privatwein trinke, klar, man vergleicht und probiert seine eigenen Weine. Aber es ist natürlich interessant oder interessanter für uns, Winzer von Kollegen oder von aus der ganzen Welt Weine zu probieren, um neue Ideen zu entdecken, um neue Stilistiken zu erschmecken. Und es tut sich momentan extrem viel, wie mit dem Pettner. Das hat vor 5 Jahren noch kein Mensch gekannt. Das gibt es jetzt einfach erst seit kurzem. Und man kann sich ausprobieren. Die Leute sind offen. Das ist cool. Für uns die ultimative Selbstverwirklichung an sich. Zeige ich euch mal, was wir hier in Zukunft machen. Hier wachsen so Triebe und die wachsen nicht alle in dieselbe Richtung. Ich glaube, hier war ich schon mal. Genau, mal gucken, das passt auch schon. Hier zum Beispiel, da wachsen aus einer Knospe 2 Triebe. So ein kleiner und der große. Das ist zu viel. Man sieht ja hier das wären mal die Trauben. Vor der Blüte nennen wir die Gescheine. Und die werden ja richtig groß, so groß wie meine Faust. Und wenn hier lauter so faustgroße Trauben sind, dann liegen die aufeinander. Erstens ist der Ertrag zu hoch und zweitens drücken die sich gegenseitig auf, dann fangen die zu früh das Faulen an. Wir können sie nicht beim perfekten Lesezeitpunkt ernten. Das heißt, da müssen wir zu früh raus, damit die uns nicht komplett vergammeln. Und das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir her und verzichten auf diesen Mehrertrag, brechen den einfach weg. Bei manchen Rebsorten ist es so, dass im Prinzip aus jedem Auge 2 oder 3 Triebe kommen. Da hat man richtig viel Arbeit beim Ausbrechen. Hier ist es eigentlich nur mal eine Kontrolle, so ein bisschen im Vorbeigehen. Genau. Ja, das ist das, was uns jetzt aktuell beschäftigt. Allerdings haben wir diese Arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt, weil wir jetzt erst den kommenden Frost abwarten. Damit uns diese Triebe nicht erfrieren. Die sind jetzt hochgradig gefährdet. Genau. Auch hier, wir verwenden kein Herbizid. Also das Gras darf wachsen und wenn es uns zu viel wird, dann machen wir das mechanisch. Wir können natürlich nicht durch alle unsere Weinberge gehen mit der Hacke und das Unkraut rauszupfen, so wie im Garten. Deswegen haben wir da eine Maschine, die diese Erdbollen so ein bisschen lockert und dadurch wird es trocken und dort einfach ab. Manche Sachen sind ein bisschen zäher. Hier zum Beispiel, was ich sehr gern sehe, das ist nämlich ein Weinbergslauch. Und wie Lauch eben so ist, kann man den essen. Hat ein ganz, ganz eigenes Aroma. Man muss ihn erkennen, damit man nicht in Gras beißt, weil oben sieht er tatsächlich aus wie ein dicker Grashalm. Herrlich, so zwischen Zwiebel und ja, Frühlingszwiebel ist ein bisschen süßlich. Cool, finde ich, gehört einfach dazu. Immer wenn ich sowas sehe, greife ich zu. Ich mag das. Ja, okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen Sauerei gemacht. Tatsächlich gehen mir die Fragen ein bisschen ab. Wenn ihr wollt, ich schreibe hier meine Handynummer drunter. Schreibt mir eine WhatsApp und ich versuche es in Echtzeit zu beantworten. Zumindest an den Wochenenden und abends. Genau. Neuer Wein. Ihr erkennt es, Rotling an der Farbe schon. Ist geil für die Jahreszeit jetzt. Was richtig Knalliges. Der heißt Rotling. Das ist ein offizieller Begriff. Der heißt nicht nur bei uns so. Es ist auch kein Rosé. Auch Rosé ist ein offizieller Begriff, also im Weingesetz festgelegt. Es gibt ein Weingesetz in Deutschland.
Der Rotling wird anders als Rosé nur aus roten und aus weißen Trauben gemacht. Rosé dagegen oder Weißherbst, habt ihr vielleicht im Supermarkt schon mal gesehen, Portugieser Weißherbst gibt es ganz oft oder Spätburgunder Weißherbst, der wird nur aus roten Sorten gemacht. Dieses Rotling-Ding, das man rot und weiß zusammen macht, ist eine deutsche Sache eigentlich und vielmehr noch eine fränkische. Das Schöne ist, wir wollen ja so einen leichten Sommerwein machen, der schön knallig ist, aromatisch ist, nicht zu viel Alkohol hat und einfach schön süffig ist und nicht irgendwie Gerbstoff geprägt ist wie so ein Rosé aus der Provence, der dann geil zu gegrilltem Fisch ist. Ja, das ist eher nicht so der Essensbegleiter, aber richtig schön für danach auf der Terrasse, auf dem Balkon oder irgendwo draußen, wenn schön warm ist und der Wein richtig kalt, ist es klasse, den zu genießen. Wir machen den eben aus Domina und hier hinter mir eine ganz alte Anlage aus Müller-Thurgau, bietet sich an. Müller-Thurgau ist eigentlich eine sehr, sehr aromatische, schöne Sorte, die dazu neigt, nicht so viel Alkohol zu machen. Also wie gesagt, das ist für uns eher das Problem, dass wir in letzter Zeit mit zu viel Alkohol zu kämpfen haben. Früher wurde praktisch jedes Jahr in den Wein Zucker reingerührt, weil eben zu wenig Zucker und zu wenig Alkohol da war. Das hat sich heute komplett gewandelt. Also Klimawandel ist schwer zu leugnen, für uns Winzer jedenfalls. Genau, hier sieht man das auch. Da sind jede Menge Triebe, da müssen wir tatsächlich mal durchgehen und Ordnung machen. Sonst ist es zu viel. Müller-Thurgau hat sehr große Trauben, liegt dran, dass das eine Kreuzung ist. Aus Riesling ist die Mama, das ist immer leicht festzustellen, weil da liegen die, hängen ja die Bärchen dran. Und der Vater sollte eigentlich Silvaner sein, deswegen heißt er auch Rivaner, also Riesling und Silvaner. Ist ein Synonym, so darf man den auch nennen, aber das hat nicht funktioniert. Also ist ein Bienchen gekommen und hat einen Samen gebracht, und zwar von der Tafeltraube. Und wenn ihr Tafeltrauben kennt, die sind sehr großbärig und genau, und das hat sich, dieses Genom hat sich eingekreuzt, und deswegen hat der Müller-Thurgau von den von uns kultivierten weißen Sorten die schönsten Beeren. Die sind richtig groß, wie gemalt, wie auf so einem Stillleben sind die. Der Wein, bärig, wie er sein soll, Himbeer, Erdbeer, boah, von allem ein bisschen da. Ich finde auch wieder so ein bisschen Sauerkirsche. Einfach süffig. Der Wein ist jetzt nicht mehr trocken. Alle anderen, die wir vorher getrunken haben, waren trocken, waren auch fränkisch trocken. Das heißt, da geht es darum, wie viel Zucker ist pro Liter Wein drin. Und trocken ist, wie gesagt, bis 9 und wir sagen eigentlich bis 4. Wir Franken sind ja da ein bisschen strenger. Und der Rotling, der hat so um die 18. Das ist so an der Grenze halbtrocken lieblich. Also Begriffe, die ihr wahrscheinlich nie auf einer Weinflasche sehen werdet. Halbtrocken und lieblich. Alles, entweder der Wein ist trocken oder er ist halt nicht trocken. Wir nennen das feinfruchtig, einfach weil es ein bisschen das ausdrückt, was es ist. Ein leichterer, filigranerer Wein, der fruchtig ist. Und fruchtig ist natürlich auch immer irgendwie verbunden mit einer gewissen Süße. Wie gesagt, das ist der ideale Sundowner oder auch einfach so. Daydrinking ist ja momentan in der Corona-Zeit auch ein großes Thema. Er ist nicht so schwer, er ist gut gemacht, handwerklich super gemacht, aromatisch, aber nicht kitschig und richtig süffig. Also überlegt euch, ob ihr in Zukunft vielleicht lieber statt Aperol Spritz irgend sowas trinkt, weil Aperol ist irgendwie Industrie und das hier ist tatsächlich Handwerk. Haben wir wieder Besucher, Mountainbike, auch was ich gern mache. Genau. Was wir hier noch gemacht haben wegen der Trockenheit und auch zur Pflanzenernährung, ist, dass wir hier eine Kompostauflage ausgebracht haben, aus ganz grob geschredderten Holzstückchen, wie ihr es ja aus dem Garten kennt, wie so eine Art Rindenmulch. Erstens
ernährt uns das die Reben? Da ist ein bisschen Stickstoff drin und ein bisschen Nährstoffe einfach. Und zweitens deckt uns das den Boden ab. Es ist ein Verdunstungsschutz. Das Bodenleben zersetzt es ja. Also an diesen Holzstückchen siedeln sich dann nach und nach Mikroorganismen an, die einfach den Boden lebendig halten. Und man muss immer den Kleinsten erst was geben. Und dann ist es wieder so eine Kaskade über uns Menschen. Wir sind halt ganz am Ende von der Nahrungskette, glauben wir zumindest immer. Und so, das ist unsere Philosophie, dass wir sagen, man muss auch was reingeben, wenn man was rausholen will. Jetzt nicht einen halben Meter dick, das wäre zu viel, dann haben wir auch wieder das Nitrat im Grundwasser, sondern so viel, wie man braucht. Und lieber immer wieder mal und mit Augenmaß gucken, wo sind Stellen, wo mehr gebraucht wird. Da wachsen die Triebe, die sind dann halt vielleicht nur im Schnitt so kurz und nicht schon so lang. Da, das ist unser Handwerk. Das ist was sehr, sehr Individuelles. Und am Ende vom Tag macht das eben ein gutes Winzerhandwerk aus, dass man weiß, worum es geht, dass man auch ein bisschen Gespür dafür hat und sich die Arbeit macht, jeden Weinberg einzeln zu betrachten. Genauso wie jeden Wein im Keller. Wir sagen nicht, heute wird filtriert und dann wird alles durchgebatscht. Für den einen ist vielleicht schon zu spät, für den anderen ist noch viel zu früh. Und ja, es ist uns wichtig, dass wir den Wein wahrnehmen und gucken, was er braucht. Ja, oder den Weinberg. Was wir hier noch haben, ein uralter Apfelbaum, ist gar nicht unserer. Wir pflegen halt dieses ganze Areal hier außenrum, indem wir es einmal im Jahr mähen. Nicht so oft, weil wenn man ständig mäht, dann gibt es irgendwann nur noch Gras, das dann durchwächst. Und hier sieht man schon, also da wächst alles Mögliche. Hier eine große Klette, Storchenschnabel, Wicke. Das blüht so alles nacheinander. Das ist schön, weil natürlich da auch Insekten sich gerne halten. Genau. Und wie gesagt, Nahrungskette, wir haben ein gewisses Gleichgewicht. Ich sage jetzt nicht, wir müssen nicht spritzen oder wir müssen irgendwie das nicht und das nicht. Aber es fühlt sich erstens richtig an. Und ja, ich glaube, darum geht's. Es fühlt sich richtig an. Hier zum Beispiel hat ein Specht in den Apfelbaum reingebohrt. Das gehört auch dazu. Vielleicht stirbt der Baum irgendwann daran, aber auch das ist das Leben. Dann pflanzen wir halt einen neuen. Genau. Für mich geht es pausenlos weiter. Ich habe theoretisch auch eine Wasserflasche mitgenommen, aber ich glaube, ihr wollt mich nicht sehen, wie ich Wasser trinke. Deswegen starten wir mit dem letzten Wein für heute, jedenfalls. Zeigen wollte ich ihn noch. Der heißt Bacchus. Bacchus ist eine Rebsorte, also auch ein Wein, den es bei Kollegen auch gibt, der dort jedenfalls genauso heißt. Und Bacchus ist extrem aromatisch. Wir haben ganz viel davon, einfach weil mein Vater auf so aromatische Sorten schon immer abgefahren ist und das selber gut findet. Und was du selber gut findest, kannst du auch gut verkaufen. Das heißt, wir waren damit eigentlich immer erfolgreich. Ich glaube, wir machen auch einen guten Bacchus. Bin davon überzeugt. Wir geben uns mit dem jedenfalls genauso viel Mühe wie mit unserem Riesling oder unserem Silvaner. Das ist einfach eine Einstellungssache, dass man sagt, ja, das ist doch so eh nur Bacchus und dann scheiß drauf. Nee. Bacchus wächst nicht hier, sondern wir haben, gucken, ob ich es über Kopf finde. Hier auf dem Hang gegenüber haben wir ein kleines Stückchen. Der überwiegende Teil wächst allerdings an einem anderen Weinberg in Randersacker. Also wir haben unsere Weinberge ausschließlich in Randersacker, mit Ausnahme von einem Weinberg in Teilheim im Nachbarort, aber ganz nah an der Grenze. Hat einfach damit zu tun, wir wollen die Arbeiten selber machen können. Und wenn ich einen Weinberg habe, der ist 50 Kilometer entfernt, kann ich da nicht selbst hinfahren jeden Tag und mich mal umgucken, mal ein paar Beerenproben nehmen im Herbst, um zu gucken, ob der schon reif ist. Und wir wollen einfach den Überblick behalten, deswegen nur Weinberge hier in der Region. Ja.
mal die Hand wechseln. Auch ganz typisch Bacchus, also wie gesagt, Bacchus ist eine sehr, sehr aromatische Sorte, auch mit verhältnismäßig wenig Säure. Deswegen ist es da umso wichtiger, dass man den Lesezeitpunkt nicht verpennt. Und ja, sehr, sehr exotisch, Honigmelone würde ich sagen, ein bisschen Pfirsich. Auch dieses klassische Maracuja, so ein bisschen weißer Pfeffer. Alles, was so ein bisschen so diese süßliche Weiche eigentlich ist. Ne? Im krassen Kontrast zu dem Bodenschatz, den wir vorhin hatten, probiert ihn mal daneben. Der ist auch aromatisch, aber er ist nicht so exotisch und so mollig wie der Wein. Auch hier haben wir eine deutlich wahrnehmbare Süße. Finde ich, gehört aber bei so einem Wein auch dazu. Er hat auch die Säure dazu, ist irgendwie erfrischend, unheimlich süffig, also das hat so richtig Zug. Ja, ich würde sagen, Limo für Erwachsene. Schaut euch das mal an. Hier haben wir gar nichts eingesät, sondern das ist einfach gewachsen, Fünffingerkraut, was haben wir da, Wegerich, irgendeine Kleesorte, Gelbklee, keine Ahnung, Wicke, ja, Weißklee, und hier wimmelt es nur so von Insekten. Man sieht die natürlich jetzt nicht auf dieser Kamera, aber das ist einfach gut, deswegen gibt es ja auch so viele Vögel, hier gibt es immer mal eine Eule. Ja, das ist eine Taube. Genau. Dieser Artenreichtum, es ist einfach schön, wenn man dafür was tun kann und mitmacht. Eine letzte Sache will ich euch noch erklären. Diese braunen Dinger, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Weinbergen unterwegs wart und habt euch vielleicht gefragt, um was es da geht. Diese braunen Ampullen, die verwenden wir anstatt Insektizid, also Insektenvernichtungsmittel. Da sind Sexuallockstoffe von unserem größten Feind aus dem Insektenreich, dem Traubenwickler, da ist tatsächlich so, drin. Und wie gesagt, anstatt die zu vergiften, hängen wir diese Dinger aus, dann finden die sich nicht. Und weil einfach der ganze Weinberg nach Weibchen riecht, man kann sich das als männliche, menschliches Männchen vielleicht vorstellen, ja, also die Weibchen nicht, die Männchen finden die Weibchen nicht. Es gibt keine Begattung, keine Eiablage und dadurch auch keinen Schaden von diesen Traubenwicklern. Das Problem ist nämlich, diese Falter, das sind so kleine Motten, ein paar Millimeter groß, die legen Eier auf die Trauben, dann schlüpft ein Würmchen und bohrt sich komplett einmal quer durch die Traube. Und das fängt dann alles das Faulen an, aber viel zu früh und dann müssen wir wieder zu früh ernten. Und haben Qualitätseinbußen und Mengeneinbußen, das tut echt weh. Genau, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht hier mit der chemischen Keule drauf rumkloppen und alles totspritzen, wie früher in den 70ern, sondern ein sehr individuelles Mittel einsetzen. Also von diesem Sexuallockstoff ist kein anderes Insekt betroffen, sonst würden ja irgendwelche anderen Arten vielleicht da die versuchen zu begatten. Genau, das funktioniert extrem gut. Ich organisiere das fürs ganze Dorf. Also Randersacker hat so um die 200 Hektar Reben. Und die sind alle dabei, es machen alle mit. Vom Genossenschaftsbetrieb über den Juliusspital, Bürgerspital, die ganzen Großen sind dabei. Die ganzen ganz Kleinen, die nur ein Weinbergchen haben, alle machen mit. Super, super cool. Hat mich extrem gefreut. Ja, genau. Und ein Stück Gemeinschaft auch. Genau, das funktioniert natürlich nur, auch wenn alle mitmachen, weil diese Wolke hört natürlich nicht am Weinbergsende auf und fängt auch nicht am Weinbergsende an. Das heißt, ja, wir müssen diese ganzen Hänge mit behandeln. Das war's Ende von der heutigen Episode, die Handlichweine.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ihr dürft jederzeit, und ich freue mich da wirklich drüber, mir mal eine Mail schreiben oder eine WhatsApp oder auf Facebook oder auf Instagram. Wenn ihr irgendeine Frage habt oder besucht uns mal. Wir machen diese Touren hier natürlich auch in real life, hoffentlich bald wieder. Und mir fehlt es schon, muss ich sagen, so der direkte Kontakt. Aber aus dem Gegebenen das Beste machen. Ganz viel Spaß mit den Weinen. Vielleicht seid ihr bei den nächsten Proben wieder dabei. Schön, dass ihr heute zugeschaut habt. Und bis bald. Macht's gut.